Markus, du bist Anwalt, spezialisiert auf Urheberrecht und gewerblichen Rechtsschutz. Genau. Wir unterhalten uns heute über das Thema AI. Was sind aus deiner Perspektive die größten Themenkreise, die wir haben im juristischen Bereich zum Thema AI? Erstens sind die Arbeitsergebnisse der AI-Software geschützt, urheberrechtlich oder designrechtlich. Zweitens, ich bin selbst Designer. Die AI-Software generiert ein Bild, das meinen Entwürfen sehr ähnlich aussieht. Kann ich was dagegen tun? Dritte Frage, ich nutze die AI-Tools als Unternehmer, als Designer. Und jetzt stellt sich meine Frage, kann ich diese Bilder verwerten? Also urheberrechtlicher Schutz von AI-generiertem Content gibt es in der Regel nicht. Das ist der Meinungsstand, zumindest in Österreich und der Europäischen Union. Aber vielleicht gibt es Designschutz. Wenn ich die Arbeitsergebnisse registriere oder veröffentliche, gibt es sogar nicht registrierten Designschutz. Das heißt für mich aus meiner Perspektive jetzt als Designer, ich nutze die AI, bearbeite die Ergebnisse nicht nach, sondern versuche diese dann zu verkaufen, geht nicht, richtig, weil ich habe eigentlich kein Urheberrecht daran, weil es war die menschliche Interaktion, die gesetzt wurde, war zu wenig, um ein Urheberrecht zu begründen. Völlig richtig. Die Gefahren sind so wie jetzt schon. Wenn ich etwas auf den Markt bringe, was ein Plagiat ist, dann setze ich mich der Gefahr aus, dass der Rechteinhaber, der das sieht, gegen mich vorgeht. Ob das jetzt ein AI-generiertes Bild ist oder ich es als Designer selbst entworfen habe, ist dafür eigentlich unerheblich. Es geht darum, Bewusstsein für das Gefahrenpotenzial zu haben. Es geht darum zu sagen, okay, ich habe eine gewisse Kontrolle über mein Material, aber in weiterer Folge ändert sich rein aus rechtlicher Perspektive durch das Thema AI nichts, außer dass es ein zusätzliches Tool ist, das eben Content produzieren kann, dem man dementsprechend sensibel auch handzuhaben hat. Genauso sieht es.